So, da sind wir auch schon. Mal wieder mit Planet Crafter. Das ist heute die zweite Runde, die wir uns anschauen. Und morgen gibt es noch was anderes. Huch, laut. Laut. Ah, eine Sache wollte ich noch machen. Ganz vergessen. Eine Sache habe ich tatsächlich noch ganz vergessen, die ich eigentlich machen wollte. Und zwar auf YouTube posten, dass wir natürlich auch noch live sind. Das ist wieder der Klassiker. Dass ich solche Sachen natürlich wieder verpenne. Alles klar. Schlagen wieder Asteroiden ein. So. Blup. Nicht, dass sie mir jetzt meine Hütte hier abreißen. Hallo. Macht ihr keinen Shit, oder? Wir warten jetzt erstmal hier drin in der Bumsbude. Hier meine schönen Veggie-Tubes. Schaut's eigentlich aktuell so aus, generell. Stimmt, wir können mal unsere Pflanze anschauen. Bist du fertig zum Ernten? Nee, 83%. Schaut schon lecker aus. Ich mag zwar keine Auberginen, aber würde ich welche mögen? Hey, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß hier. Ständig wackelt's. Oh. Haben wir's jetzt irgendwann? Da kommt noch einer. Hoffen wir, das war jetzt der letzte dann irgendwann mal. Weil... Ja. Genau, geh mal weg hier. Guck mal, du hinfliegst. Da hinten an den Stach. Schau mal hier sogar, wie das ausschaut, ne? Sogar mit abtragenden Steinen und dann so hier. Mensch. Okay, gut. Haben die jetzt neue Ressourcen gebracht, eigentlich? Ah, die zerstören nicht meinen. Okay, okay. War die Frage, zerstören die auch hier unser Inventar, aber machen sie nicht? Ja, schon mal gut zu wissen. So, haben wir 30% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Ob man das merkt, keine Ahnung. Aktuell nicht unbedingt das Gefühl. So, was wollten wir heute machen? Das ist eine gute Frage. Was gibt es denn hier zu craften? So, Sauerstofftank. T3 Aluminium, das war ja eine gute Frage mit dem Aluminium, ne? Woher? Könnte natürlich nochmal... Kommunikationsantenne. Wir brauchen ja für alles Aluminium. Da ich auch immer noch keinen Plan habe, wie man an Aluminium kommt und Iridium und solche Geschichten. Was ist hier los? Da raucht es aus der Anlage raus. Wir wollen ein paar Bohrer einfach nochmal, hätte ich gesagt, oder? Weil ich glaube, bei Wärme haben wir auch ein paar Freischaltungen. Oder wir gehen nochmal kurz aufs Schiff zurück. Wir haben ja drei Sauerstoffbehälter dabei, das passt ja eigentlich. Wasser haben wir auch noch eine Flasche dabei. Könnte man sogar nochmal eine mitnehmen. Zack, ein Essen gut passen. Da sind wir eigentlich gut ausgerüstet. Dann machen wir uns nochmal auf den Weg da oben hin. Schauen uns nochmal die abgestürzte Station an. Nehmen da den Rest mit, die Baupläne, die wir da noch verloren haben. Übrigens gelesen, dass die Pläne für das Spiel sind, also jetzt quasi nach dem Release vom Early Access unter anderem eine größere Karte, in Echtzeit wandelnde Umgebung, Multiplayer, prozentuale Map-Generierung oder prozentuale. Also man hat schon einige Pläne für das Spiel, aber das dürfte alles relativ lange dauern, das umzusetzen. Denke ich mal. Mal gucken. So. Ja, die Hälfte vom Sauerstoff ist auf alle Fälle weg, bis wir hier oben sind. Das ist eine Sache, die müssen wir leider stetig mit einplanen. Leider gibt es hier noch keinen Sauerstoff. Huch! Und kein Licht. Licht ist auch aus. So, da war nichts mehr drin, ne?
Okay, schauen wir mal kurz hier hinten nochmal mit hin. Titan und Eisen juckt mir nicht. Ja, die brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Okay, also hier hat man dann auch nichts mehr. Und da sind wir gekommen. Naja. Heißt Sebastian 1990. Ja, gerade bist ins Ei geflogen. Also nicht ganz freiwillig geflogen, aber wir sind im All aktuell. First time message, herzlich willkommen. So. Jetzt habe ich mich wieder verirrt. Hä? Bin ich jetzt blöd? Okay, ich bin wirklich blöd. Hä, hier war doch irgendwo der Weg zu dem... Also hier. Ah, Bauplan Schrank, das ist gut. Den wollte ich eh haben. So, Bauplan Mikrochip Essen. Stoff, das... Ah, da war ein Aluminium. Ha! Ein Aluminium gab es hier noch. Was ist hier? Titan, Eisen. So, dann... Lauter Auberginen. So viel Auberginen kann ich gar nicht unterbringen irgendwie. Noch ein Aluminium, noch ein Bauchip. Ja, gib mir mal alles, genau. Da ist nichts mehr drin. Gibt es eine neue Nachricht? Ne. Das ist noch die alte. Kann ich das abbauen eigentlich? Ne, kann man nicht abbauen. Gut, ich glaube, dann haben wir das Schiff komplett abgearbeitet. Hier gibt es nichts mehr. Ja, Sauerstoff ist wieder kritisch. Wir machen uns auf den Rückweg. Der Phone Guy, grüß dich, Phone Guy. Lange nichts gelesen und gesehen. Geht's jetzt wieder zurück? Ah. So, gut. Wie schaut es hier drüben aus? Ich hoffe immer, dass das irgendwann mal sich auflöst hier. Was brauchen wir denn dafür? 100.000 oder 100 NK, gucken wo wir sind, das können wir uns nachher dann nochmal anschauen. So, runterspringen ist auch nicht, schaut da komisch, das schaut richtig schlecht aus da drüben. Da ist ja noch das andere Schiff, was da abgestürzt ist. Ist aber auch ein Stück weit weg. Ich würde sagen, da gehen wir dann mal als nächstes hin, nachdem wir den Rest jetzt hier eh schon erkundet haben. Und dann können wir auch mal da hinten vielleicht zu diesen großen Steinen hingehen. Grüß dich, Robin. Die Steine da hinten schauen auch. Vielleicht gibt es da hinten Aluminium oder sowas. Müssen wir mal gucken. Dann viel Spaß beim Zuhören, solange es geht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann deine Kopfhörer leer sind oder du was anderes machen musst. Kurz ein bisschen Eis mit. Für Wasser. Weil wir immer noch genug Wasser haben eigentlich. Vielleicht sollten wir uns auch einen Eisvorrat anlegen. Ja gut, wir schauen mal ganz kurz, wie wir möglichst viele... Oder wie wir Schränke machen können. Das ist wahrscheinlich die interessanteste Frage gerade. So, Schrank. Schrank? Bauplan Schrank? Wo ist er denn? Ah. Dreimal Eisen. Okay, weil die sind ja deutlich größer. Bejuto18, danke für deinen Follow. Brauchen auf alle Fälle Eisen für die Schränke. Schau mal. Ob ich überhaupt noch einer kurz, das tun wir kurz weg. Die zwei Baupläne können wir schnell entziffern. Zack. Bringt uns Abbaugeschwindigkeit T2. Ganz toll. Und Mikrochip-Kompass, was? Was ist denn ein Mikrochip-Kompass? Füg dein Bildschirm Kompass hinzu. Aber für was? Vor allem dafür brauchst du auch wieder lauter Aluminium. Soll ich schon kein Aluminium? Warte mal, ich hatte doch Aluminium mitgenommen, oder? Oder habe ich das gerade für irgendwas... Ah, nee, das habe ich abgelegt. Ich bin auch so dumm. Okay, dann tun wir das auch mal kurz weglegen. Genauso wie die zwei Stoffdinger. Ah, das Eis nehmen wir kurz mit. So, Eisen müssen wir kurz sammeln. Wir haben ja kein Eisen mal wieder. Nee. Erstmal kurz gucken, ab wann sich da das Eis auflöst. NK. 100 NK brauchen wir, 9,27 haben wir. Das Problem ist, da kommen wir auch nicht schneller voran, weil wir dafür ja vor allem eins bräuchten, nämlich Heizung.
Ich meine, die Bohrer generieren auch Wärme, aber das ist halt 0,1 Wärme, das lohnt sich überhaupt nicht. Das ist so komplett irrelevant, leider. Bist du fertig? Der ist fertig. So. Jetzt habe ich eine Aubergine bekommen und Samen, oder was? Stellt deine Gesundheit wieder her. Gesundheit wiederhergestellt 25. Die ist aber besser, weil die steht 40 wieder her. Aber ist wurscht. Besser als nichts. Wir sollten vielleicht trotzdem noch einen weiteren Nahrungszüchter bauen. Aluminium, Eisen. Okay, wir gehen jetzt erstmal Eisen sammeln. Das erstmal nebenbei. Bauen wir nochmal zwei Nahrungszüchter aus dem Aluminium. Ich glaube, es ist besser, wenn wir möglichst viel Essen haben. Weil wir verhungern und sterben. Das ist ja auch in keinem Interesse. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Asteroiden neue Ressourcen bringen, weil die waren hier vorher auf keinen Fall. Also wenn hier fette Asteroiden niederstürzen, kriegen wir jede Menge neue Ressourcen. Das ist doch auch schön. War das Aluminium? Aha. Aha, da lag einfach Aluminium rum. Von den Dingern da abgestürzt. Aha. Also Aluminium ist ein sehr seltenes Mineral, was aus Asteroiden kommen kann. Gut, das ist ja auch mal ein interessanter Punkt schon mal. Quasi eine weitere Aluminiumquelle, mehr oder weniger. Das ist gut zu wissen. Natürlich auch wieder Kobalt mitnehmen. Für Sauerstoff. Platz haben wir noch ein bisschen, ja. Bisschen Platz ist noch da. Gibt es hier noch irgendwo Aluminium? Wenn wir schon mal hier so sind. Wie würde denn das überhaupt ausschauen? Ich habe nicht darauf geachtet. Ich habe das einfach nur abgebaut. Okay, wir sollten nur kurz nochmal zurückgehen wegen Sauerstoff. Exoskelett T2, das ist gut. Den können wir dann auch gleich noch mitnehmen. Ja, ich weiß ja, dass ich keinen Sauerstoff mehr habe. Bin nur leider falsch gelaufen. Okay, danke schön. Tja, einen Aluminium habe ich gefunden, mehr aber auch nicht. Relativ magere Ausbeute. Achso, die sind eh voll. Naja, so ist das nicht. Würde sagen, machen wir es jetzt dann eh erstmal. Also wir bauen jetzt mal kurz die. Also ein Aluminium habe ich hier gefunden. Warte mal ganz kurz. Craften uns ganz kurz nochmal zwei Sauerstoffbehälter. Dann nehmen wir nochmal das eine Aluminium mit, was ich irgendwo hier verloren hatte. Da. Dann nehmen wir schon mal nochmal die Samen mit und dann baue ich mir da oben erstmal eine kleine Auberginenfarm hin. So, Nahrungszüchter. Was? Wie viel Energie braucht das Ding? 15 Energie pro Sekunde. Ja, moin. Ob ich so viel Energie überhaupt habe, ist die andere Frage. Naja, schau mal. Wir werden es gleich sehen. Ja, das mit der Wasserflasche. Das habe ich natürlich wieder komplett vergessen. So. Einen in die Mitte stellen, einen links davon und einen. Dort mit. Und jetzt aber kein Strom mehr. Ich dachte mir schon irgendwie sowas in der Art. Magnesium und Aluminium. Für den Sonnenkollektor T2 oder Kobalt. Kobalt haben wir auf alle Fälle noch. Haben wir noch ein Aluminium? Ein Aluminium hätten wir auch noch. Magnesium haben wir auch noch. Das heißt, wir könnten sogar einen T2 bauen. Noch ein Kobalt. Das müssen wir uns kurz abbauen. Irgendwo, wo auch immer. Das Ding ist natürlich, haben wir keinen Strom, dann arbeitet natürlich gar nichts. Das ist in etwa so wie bei euch. Ihr arbeitet ja auch generell nicht, wenn ihr keine Energie habt. Volles Volk. So, jetzt können wir so einen großen bauen. Dann bauen wir direkt oben mit drauf auf unsere Solaranlage. Der produziert so viel Strom wie drei Stück von den anderen. Meine Arbeitszeiten. Sollte man doch in der Zwischenzeit wissen, Robin. Mal abends so von 15, 16 bis 22 Uhr. Haben wir jetzt wieder Strom? Ja. Sehen wir oben rechts, Terraforming läuft wieder, also das passt.
So. Weil ich ja grundsätzlich zum Ziel habe, langfristig irgendwann YouTube oder Twitch und Twitch Vollzeit zu machen. Wie viel Strom haben wir jetzt aktuell Überschuss? Also Terraforming läuft ja ganz gut, 35% haben abgeschlossen. Strom haben wir 6,2 verfügbar. Ja, könnte besser sein. Sauerstoffflaschen haben wir jetzt 3 Stück. Eis bräuchte man nochmal vielleicht, dass wir ein bisschen Wasser bauen können. Ah, ich habe noch Wasser, okay. Ich wollte ja noch einen Schrank bauen, ne? Bauen wir doch mal einen Schrank. Den bauen wir jetzt einfach mal erstmal ganz simpel hier oben hin. Ja, okay. Ich habe schon verstanden. Den wollte ich da doch gar nicht hinbauen. Bauen wir direkt hier an die Leiter hin. Muss ich nicht so weit laufen. Das muss aktuell nicht schön ausschauen. Es muss aktuell nicht schön aussehen, es geht. Oder wir bauen ihn unten hin. Überlege gerade, weil. Vielleicht, wenn man den Schrank direkt hier hin baut. Bestimmt besser ausschauen. Wenn wir da reinkommen und haben dann direkt erstmal so einen schönen großen Schrank vor uns. Das machen wir kurz weg. So. Bauen wir dort hin. Ah ja, das ist doch mal. Das ist doch mal Stauraum hier. Den Rucksack brauche ich nicht. Jetzt haben wir 3 Sauerstoffkapseln. Ich weiß aber nicht, ob die reichen. Ich habe auch noch... Ah, wir haben auch noch Samen. Wir haben ja auch noch Samen, stimmt. Das heißt, wir müssen... Können wir noch mal Vegetubes bauen? Sicherlich, Magnesium, Silizium, Eisen und Eis. Magnesium, Silizium, Eisen und Eis. Das haben wir ja eigentlich alles mehr oder weniger. Außer Eis. Eis und Eisen sollten wir nochmal schnell sammeln. Weil das mit dem Eis wird jetzt langsam Krise, weil ich irgendwie nirgends mehr Eis habe. Gibt übrigens keine Feinde in dem Spiel. Es gibt zwar natürliche Herausforderungen, ne? Wie die Asteroiden und so ein Blödsinn, aber es gibt jetzt hier nicht irgendwie, dass man sagt, okay, es gibt jetzt hier Bosse oder sowas. Das gibt's nicht. Sicherlich auch nicht unwichtig für viele zu wissen. Bin gestern gefragt worden, ob es hier Feinde gibt. Oh, ich mit meinem Mini-Inventar, Alter. Kann man so ein kleines Inventar haben? Absolut unverständlich. Wasser müssen wir gucken, wieder was trinken, was ist hier? Das ist auch Eisen. Okay. Dann wieder ein T2. Den bauen wir uns dann hier hin. Achso. Nee. Ihr beide kommt mit. Du gehst dann gleich mal dort rein. Jetzt habe ich natürlich einen T3-Bauplan erhalten. Natürlich. Und natürlich brauchen wir dafür Aluminium, aber das hat eine 15-fach höhere Produktion von Sauerstoff. Das lohnt sich schon eigentlich. Ich baue jetzt trotzdem noch schnell den anderen, weil ich ja kein Aluminium habe und auch nicht weiß, wo ich jetzt mir Aluminium herziehen soll. Eisen weiß ich auf alle Fälle, das war hier irgendwo. Eisen! Hä? Hey, irgendwo war doch hier Eisen an irgendeinem Bergeck drangehangen. Ja gut, dann nicht. Habt ihr mir das Eisen wieder geklaut? Finde ich natürlich kein Eisen, da ist Eisen. Die Kiste, haben wir die schon leer gemacht? Ja, da ist nur Magnesium drin gewesen. Nichts Besonderes. Schade, dass ich kein Aluminium mehr finde. Könnte gerne noch ein paar Planeten runterstürzen. Von Iridium mal ganz abgesehen. Iridium habe ich auch keinen Plan, wo das sein soll. Okay, dann bauen wir den nächsten Vegetube noch kurz. Den bauen wir hier rein. Ich finde die relativ hübsch, muss ich auch sagen, eigentlich. Das sind schon hübsche Dinger. So, einmal trinken. Einmal Sauerstoff, einmal Wasser. So, die anderen zwei tun wir noch in den Schrank reinschmeißen. Ja, da bin ich, glaube ich, fast bestmöglich ausgestattet für unsere Langeweile-Reise auf der Suche nach Aluminium. Schauen wir mal,
Das ist nur Eis. Ich wüsste, wie Aluminium ausschaut, wäre mir eine große Hilfe. Könnte ich auch gezielt danach suchen. Alle anderen Ressourcen kenne ich ja in der Zwischenzeit mehr oder weniger. Nur bei Aluminium hört der Spaß auf. Aber ich sehe jetzt hier erstmal nichts so groß. Das ist das Eisen. Auf alle Fälle eine schön große. Ah, da hinten ist auch noch was. Da hinten ist auch noch irgendwo. Und da hinten liegt auch noch. Okay, okay. Was ist da los? Da fällt irgendwas runter. Da hinten ist auch noch irgendwas. Okay. Es gibt übrigens aktuell im Spiel auch keine Fahrzeuge oder sowas. Hab ich auch schon herausgefunden. Okay, interesting. Also es gibt noch einige Strukturen hier zu erforschen. Dachte eigentlich, dass wir mehr oder weniger bald durch sind. Lukas, wir haben 56. Auch an dich. Danke für dein Follow. Was soll mal das hier sein soll? Hallo? Licht ist wie immer aus. Bin zu fett. Also. Vier Stück kann man noch. Ah, hier gibt es auch einiges. Okay. Wahrscheinlich hier nicht das erste und das letzte Mal hinkommen. Lauter Samen, aber die lasse ich jetzt tatsächlich mal gerade drin. Ich bin nämlich eigentlich hier für, ja, Mikrochips oder halt auch Aluminium. Gucken, was wir nichts übersehen. Das sind Türen, die sind verschlossen. Und das hier ist auch irgendwie, na, das können wir abbauen. Das können wir abbauen. Das heißt, ohne den Abbau, unter dem Abbaugerät kommt man hier eh nicht weiter, quasi. Aber wir finden hier keinen Aluminium aktuell, was ich sehr schade. Ach, doch, jetzt hat. Die sind auch nice. 200% Sauerstoffmultiplikator. Eigentlich müsste ich die schon mitnehmen. Hi. Können wir erstmal alles abbauen hier. Ich glaube, das war keine so sanfte Landung. Hallo. So, das machen wir auch noch weg. Oh, da liegt, da ist ein Heizkörper. Den bauen wir auf alle Fälle ab. Für Iridium. Ich bin voll. Weg mit dem Eisen. Dann müssen wir uns eh eine neue Sauerstoffflasche reinballern. So, was ist jetzt was? Hallo? Aluminium. So, der Rest ist mir wurscht. Was haben wir hier noch? Bauplan. Ah! Wir müssen hier. Ah, okay. Wir müssen hier auf alle Fälle noch mehr. Gut. Gut, gut. Ne, wir müssen hier auf alle Fälle noch mehr. Da gibt es zu viel, was ich nicht mitnehmen kann. Aber wir haben erstmal jede Menge gefunden. Das ist schon mal ganz toll. Das passt schon mal. So, erstmal raus hier. Ist auch nicht so verwirrend wie bei einem anderen. Es ist nur die Frage, haben wir noch genug Sauerstoff, um unseren Arsch da hinten hin zu bewegen? Weil das schaut schon interessant aus mit den Bergen. Aber ich riskiere es lieber nicht, jetzt wo wir so viel Iridium dabei haben, um Heizung zu bauen. Und Aluminium für einen neuen Kollektor. Da oben das Ding haben wir ja komplett ausgeschlachtet. Das ist ja nicht mehr existent. Sieht man eigentlich die Follower-Benachrichtigung? Ich weiß gar nicht. Ich höre es zwar. Aber ich habe nicht mitbekommen, ob man das auch sieht, wenn einer folgt. Also, ob ihr das seht. Habe ich nicht mitbekommen. Falls es einer mir mitteilen möchte. Falls er es gesehen hat. Aber Sauerstoff. Ne, wir brauchen fast eine komplette Ladung Sauerstoff auf dem Weg von nach Hause hierher. Wir kommen, glaube ich, hier mehr oder weniger rein. Ja, doch, nee. Also eine komplette Ladung brauchen wir. Können wir mit einrechnen. So, dann bauen wir erstmal die nächste Heizung. Dafür brauchen wir noch einen Titan. Den müsste ich irgendwo haben. Bin ich mir zu 10% sicher, dass wir irgendwo einen Titan... Ne, wir haben keinen Titan. Gut. Okay, das tun wir kurz ablegen. Die Mikrochips können wir entschlüsseln. Schauen, was wir heute bekommen. Wohnabteilecke, ganz toll.
Abbaugeschwindigkeit T3. Was macht denn Abbaugeschwindigkeit T3? Abbauzeit verkürzt um 30%. Das Ding ist nur, ich brauche das aktuell nicht wirklich. Also es macht jetzt nicht so wirklich einen Unterschied. Titan, Magnesium, Aluminium, Exoskelett T1. Mal jetzt erstmal die Heizung. Gehen wir erstmal kurz den Titan sammeln. Falls wir es irgendwo finden. Weil ihr kennt ja das System. Wenn man es braucht, findet man es nicht. So, aber da haben wir eins. Gleich ein bisschen mehr mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Von dem Titan, dass wir wieder was haben. Kann alle 5 Sekunden wieder mich auf die Suche nach Titan begeben. Da ist noch einer. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt wirklich das Upgrade brauchst, dass du 30% schneller das abbauen kannst, weil so langsam finde ich das Abbauen jetzt eh nicht. Ich finde es eigentlich eh eine relativ angenehme Geschwindigkeit. Deswegen ja. Lassen wir das jetzt einfach mal ohne das Upgrade, was ja auch wieder teuer ist. Kommt ja auch noch mit dazu. Kann ich eigentlich meine eigene Kapsel abbauen? Auch mal ein interessanter Gedanke. So, wohin mit dem Heizklotz? Einfach mal hier so schön rein. Energietechnisch, wie schaut's da aus? Brauchen wir. Ah, leck, okay, das war relativ viel Glück, dass das jetzt hier nicht schief gegangen ist. Okay, also wir brauchen Eisen, Magnesium, Silizium, Kobalt. Silizium, Magnesium, Aluminium haben wir. Sonst haben wir nichts, also Kobalt brauchen wir noch. Ein Eisen. Und 2 Kobalt. Hatte ich doch irgendwo ein Eisen hier rumliegen, oder? Schon wieder kein Eisen gehabt. Ne, kein Eisen. Okay, also Eisen und Kobalt brauchen wir. Ich meine, findest du das Zeug relativ einfach, weil es doch. Zumindest Kobalt ist relativ einfach zu sehen. 1, 2, das haben wir schon mal. Und ein Eisen noch. Jetzt will ich natürlich nur Titan. Da hinten ist Eisen. Ne, das ist Silizium. Lol. Ja, jetzt finde ich nur noch Silizium. Ich wollte mich doch gerade verarschen, oder? Oder Witz, ich erinnere mich noch daran, als wir gestern eine Woche lang versucht haben, gefühlt Silizium zu finden. Wir haben einfach kein Silizium gefunden. Jetzt ist das Einzige, was ich finde, Silizium. Wir haben übrigens fast die Hälfte vom blauen Himmel fertig. Das ist doch auch schon mal was. So, das Ding hier ballern wir hin. Sehr schön. So, Strom haben wir jetzt auf alle Fälle erstmal wieder genug. Warum habe ich denn eigentlich die anderen Sachen noch nicht weggepackt? Schauen wir nochmal kurz, was wir für das 2er Exoskelett brauchen, falls ich es mir jetzt bauen sollte. Eigentlich, das Einzige, was wir brauchen, ist Magnesium. Das haben wir ja tatsächlich sogar, Magnesium. Das haben wir. So, den Stoff schmeiße ich kurz mit in den Schrank rein. So, jawohl. Also schon passt. Da haben wir auch schon jede Menge freigeschaltet. Da kommt dann eine fortgeschrittene Herstellungsstation. Das ist ja dann die Sache, wenn wir hier die Upgrades freigeschaltet haben. Weltraumnahrung. Können wir nochmal eins essen? Dann sind wir da mal voll. Kurz gucken. Ah, wir können sogar einen T3er bauen. Der ist aber groß. Warum ist denn der so groß? Ah, wir können den nur noch draußen platzieren. Och man, das ist doch scheiße. Jetzt können wir die nur noch außen platzieren. Dann bauen wir den mal so vor unseren Eingang hin. So, der soll uns hier quasi daran erinnern, dass hier nicht alles karg ist auf dem Planeten. Nehmen wir den gleich mal mit. Der ist ja eh super, 200% hat der. So. Ja, schaut nicht so schön aus, aber meine Güte. Können wir noch einen bauen? Falls wir noch ein Aluminium irgendwo rumliegen haben. Das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, ich habe alles wieder verbraucht. Das mit dem Aluminium geht immer so schnell. Bora T2 könnte man noch ein paar bauen. Just for fun. Titan und Eisen brauchen wir dafür. Bauen wir einfach noch ein paar Bora mit hin. Heizung haben wir ja auch noch eine.
Das sieht man auch, wie schnell das jetzt mit dem Terraforming-Vorschritt geht. Okay, das Ding machen wir gleich weg. Huch. Nein, hallo. Weg mit der Kiste. Was ist das denn? Eisen auf dem Stein. Brauchen wir noch ein bisschen Titan. Das ist kein Titan. Finde ich wieder kein Titan. Schau, das ist wieder der Klassiker. Wenn du es brauchst, dann findest du es nicht. Da ist Titan. Zwei, vier Stück können wir sogar noch mitnehmen. Können wir hier unser Bora Valley wieder vollschmeißen. Das nehmen wir noch mit. Und das nehmen wir mit. Gut, dann können wir gleich bauen. Da war ja nichts mehr drin, ne? Das reißen wir da gleich noch ab. Okay. Hä? Da ist doch gar nichts mehr drin. Warum kann ich denn das nicht demontieren? Ich habe doch sogar noch einen Inventarplatz frei. Verstehe, wer will. Hallo. So, Bora. Da wird es jetzt auch wahrscheinlich bald die nächste Version geben. Würde ich mal behaupten. Flup. Eins, zwei. Ne, nicht T1, T2 hätte ich gerne. Drei. Ups. Ich glaube, die Stromproduktion ist gerade in Rente gegangen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, tatsächlich. Und das müssen wir kurz beheben. Kobalt und Silizium. Jetzt finde ich wieder kein Silizium, passt auf. Also Kobalt finden wir auf alle Fälle, aber Silizium werden wir jetzt gleich nichts mehr finden. Doch, da ist ein Silizium. Hab schon eins gefunden. Und das sollten wir auch schnellstmöglich wieder bauen, dass wir nicht gleich wieder Energieproduktion haben. Weil sonst geht der Terraforming-Prozess nicht weiter. Und ich wollte heute auf alle Fälle noch einen blauen Himmel erschaffen. Das ist heute auf alle Fälle das Ziel. Aber ich schaue jetzt dann erstmal hinten nochmal zu den Hügeln hin nebenbei. Wir werden darauf warten, dass hier weitere Fortschritte gibt. Oder wir gehen nochmal zum Schiff. Ne, ich glaube, wir gehen zum Hügel. Muss das ganze Zeug erstmal angucken, was es hier so gibt. Ich hätte vielleicht erstmal kurz nach Hause gehen sollen. Bevor ich gleich wieder erstick. Der Sauerstoffmangel ist ja allgegenwärtig. So, wieder weg. Aber hier habe ich in der Zwischenzeit alles abgebaut. Hier direkt um mein Schiff herum. Und vielen Dank. Schade, dass ich dieses große Schiff nicht verwerten kann. Das würde bestimmt relativ viel Aluminium zur Verfügung stellen. Okay, gut. Das sollte auf alle Fälle für genug Sauerstoffflaschen reichen. Dann können wir uns auf den Weg machen. Ganz durch Tintin hin in die tiefe Ferne des unendlichen Universums. Sauerstoffflasche, Sauerstoffflasche. Okay. Alle happy? So viel Wasser brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Das schmeißen wir dann einfach mal kurz alles hier rein. Zwei Wasserflaschen sind genug. Gut, dann auf geht's. Dann schauen wir uns mal die Bergkonstellation an. 98 Terraforming Index. Natürlich gucken, falls wir irgendwo auf dem Weg Aluminium finden, sollten wir das natürlich auch gleich abbauen. Das ist alles Silizium. Eisen, Magnesium, Eisen. Ich meine, kenne ich in der Zwischenzeit die Ressourcen. Das hat ja auch schon mal einen Vorteil. Früher habe ich die nicht gekannt, am Anfang. So, da hinten ist irgendwie noch so ein Halbkreis. Also wenn es jetzt hier keine Ressourcen gibt in dieser Bergkonstellation hier, bin ich schon traurig. Was ist hier? Okay. Bisschen hügeliges Gebiet. Oh, hallo. Okay. Was gibt es jetzt hier? Außer neue Lichtverhältnisse. Okay. Sehr antiklimatisch, hätte ich schon fast gesagt. Aluminium. Doch, da ist Aluminium. Q.
Cool. Und eine Kiste war da. Ich weiß nicht, wer da eine Kiste platziert hat. Oh, aber geil. Aber geil, die Kiste. Cool. Titan! Achso, lol. Ich dachte, ich bin so blöd, Alter. Jetzt habe ich gerade gedacht, dass Titan irgendwie was Besonderes ist, aber... Titan ist ja nur das, was wir immer haben. So. Was ist das denn? Jetzt mal davon abgesehen, dass ich hier... Doch, da ist wieder Aluminium. Ich wollte gerade beschweren, dass ich kein Aluminium mehr hier finde. Ach, hier ist Nacht sozusagen. Schon ein bisschen unheimlich. Muss ich schon mal sagen. Habe ich ja schon ein bisschen Schiss hier, ne? Ach, die Musik ist ein bisschen unheimlich. Da ist auch Aluminium. Ja, jede Menge Aluminium schon mal gefunden hier. Es ist nur die Frage, was machen wir mit dem Teil? Kommen wir da irgendwie ran? Oder ist es einfach so im Arsch? Ah. Da so ran kommen wir schon. Eine Wasserflasche reinpfeffern. Oh. Oh, wieso gibt es hier so geilen Shit? Erstmal Nahrung verschwenden. Einmal den Titan wegschmeißen. Ein CO2 nochmal mit rein. So. Okay, wobei, das lassen wir noch einmal hier. Nehmen wir den Mikrochip erstmal mit. Ich muss mir überall merken, wo wir dann quasi waren. Und wo ich es nicht geschafft habe, alles mitzunehmen. Gibt es hier noch mehr Aluminium, rein Interesse halber? Das ist auch Aluminium, ne? Ja. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause. Während des Terraforming... ich glaube, ich laufe gerade falsch. Das sah mir nicht nach Hause aus. Das sah irgendwie unheimlich aus. Wir müssen da hinten lang. Hoffe ich, weil ansonsten verreckt man jetzt. Nee, doch, müsste schon hier hinten gewesen sein. Keine Ahnung, warum ich jetzt wieder falsch gelaufen bin. Hier war man, ne? Hier irgendwo lang gelaufen. Ja, deswegen hätte man sich so ein Leuchtding bauen sollen. Keine solche Leuchtbeacons hätte man bauen können. Die hätten einem dann den Weg gewiesen. Habe ich nicht gemacht, egal, wir sind trotzdem wieder auf dem richtigen Weg zurück. Mit reicher Beute in der Tasche. Das ist das, was zählt. Das ist das Einzige, was zählt. So, aber wir haben herausgefunden, es geht auf alle Fälle noch ein gutes Stück weiter. Also der Planet ist doch deutlich größer, als ich zuerst dachte. Irgendwie dachte ich nicht, dass der so ganz groß ist. Okay, aber gut zu wissen. Und Bora T3 haben wir auch noch gleich freigeschaltet. Gut, gut, gut. Also es gibt jetzt hier wieder einiges zu tun. Neue Mineralien. Neue Baupläne. Müsste halt so einen Aluminium mal bei Tag sehen. Im Dunkeln weiß ich jetzt mehr oder weniger, wie er ausschaut. Ich weiß halt nicht, wie er sich am Tag verhält. Hat halt ein bisschen was von Silizium gehabt, ne? Rein theoretisch. So, ich schau mal kurz Bora T3. 2 Eisen, 2 Titan, 2 Aluminium, massiver Energieverbrauch. Hallo Jasminile. Stimmt, du bist ja Kanalmitglied. Kann ich dich jetzt eigentlich? Nein, du bist Moderator. Ha, man kann Moderators ja nicht zu VIPs machen. Der geht ja auch nicht. Wollte ich zum VIP machen als Kanalmitglied, aber... Das ist ja nicht möglich, leider. So, also Aluminium haben wir jetzt mal ohne Ende. 2 Stück brauchen wir dafür für den Bohrer. 2 habe ich. Was brauchen wir noch? Titan und Eisen. Was wir jetzt hier machen können, können wir einfach mal die anderen abreißen. So. Ja, das ist natürlich schade, dass du die Emojis nicht nutzen kannst. Ne? Das ist natürlich nicht ganz so cool. So, jetzt haben wir so einen Riesenbohrer hier. Der schaut schon cool aus. Ja, dann
musst du die halt einfach weiter auf YouTube nutzen. 1, 2, nein, kein Wasser. 1, 2. Aber wir können noch mal kurz die Mikrochips entschlüsseln. 1, 2. Eine Schreddermaschine. Ein GPS-Satellit, okay. Ermöglicht das Recycling eines Objekts und das Zurückgewinnen seiner Hauptbestandteile. Okay. Zerstört darin platzierte Gegenstände. Schwarzpulver. Alles klar. Ich baue jetzt noch ein Leuchtfeuer auf alle Fälle mal. Dafür braucht man ein Silizium. Silizium. Haben wir. Bauen wir erstmal ein Leuchtfeuer uns hier hin. So. Okay, das ist relativ klein. Da habe ich mir einen größer vorgestellt. Das bauen wir einfach mal hier zu unserer Kapsel hin. Das funktioniert jetzt dann auch im Dunkeln oder wie funktioniert das Ding? Ah, okay, wenn ich hinschaue, dann sehe ich quasi, wo es ist. Okay. Hallo, Barfuß Nairobi. Moin. Grüß dich. Achso, einen Bohrer-Dings kann ich noch bauen, aber für den anderen habe ich jetzt keinen. Für den anderen haben wir jetzt leider nichts mehr so. Das können wir noch bauen. Silizium und Eisen. Ich glaube, Eisen könnte ich vielleicht noch brauchen. Das Game ist nicht schlecht. Also, habe es jetzt zwar erst 4 Stunden gespielt bis jetzt, aber es macht durchaus Spaß. Vor allem, weil es halt auch eher was fürs Erkunden ist, ne? So ein Erkundungsspiel. Erkundung, Aufbau, Abbau. Man arbeitet auf etwas hin. Wir haben gerade wieder einen Sonnensturm. Erstmal kurz in die Hütte rein. Okay. Iridium habe ich mitgenommen. Also das Ding ist, ich glaube, das Spiel wird noch viel größer, als es aktuell ausschaut. Also als das aktuelle hier für mich zu sehen ist. Ich glaube, da gibt es noch viele Sachen, die ich noch nicht gefunden habe. Ich glaube, ich sollte aber trotzdem erstmal einen Sonnenkollektor wieder bauen. Falls ich hier irgendwas anderes mache. Magnesium und Kobalt brauche ich dafür noch. Magnesium hatte ich da noch irgendwo. Da ist Magnesium. Und Kobalt holen wir uns noch schnell. Natürlich super bei dieser Helligkeit hier von dieser Sonne. Dann sehe ich den Kobalt nicht richtig. Aber es gibt größere Probleme. Wir bewegen uns auch langsam auf das Terraforming-Ziel zu. Ja, Hunger und Durst hat man auch. Aber es ist aktuell relativ einfach. Also Wasser ist nicht das Problem. Ich habe halt nur die Sorge, wenn wir das terraformt haben, dass wir dann kein Eis mehr abbauen können. Hunger findet man eigentlich relativ häufig, so Hungerplätzchen. Ne, Orte kann ich nicht markieren. Das Einzige, was ich machen kann, ist diese Leuchtfeuer zu setzen, aber dann kann ich die auch nicht markieren. Dann weiß ich quasi nur, wo ich mir ein Leuchtfeuer hingesetzt habe. So. Das wäre der nächste Sonnenkollektor. Apropos Essen. Kurz mein Essen angucken. Dann kann er dann im Laufe des Spiels auch selber Essen züchten. So, eine schöne Aubergine. Noch eine schöne Aubergine. Noch eine schöne Aubergine. Die können wir natürlich auch direkt wieder pflanzen. Erstmal gleich mal eine. So. Heizung. Silizium. Silizium hatte ich noch. Silizium hatte ich noch. Nein, hatte ich nicht mehr. Der Klassiker. Man denkt, man hat was, aber man hat es gar nicht mehr. Ja, ist halt immer noch ein... Ja, ist es doof, ja, aber es ist ja immer noch Early Access. Also vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit oder vielleicht gibt es irgendwann so ein GPS-Upgrade und dann kannst du quasi die Gebiete auch markieren. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt aktuell geht es nicht. Also zumindest nicht so, dass ich das rausgefunden hätte, dass es gehen würde. So, schauen wir kurz, wie viel Energie wir haben. Hübsch eingerichtet, ja. Und vor allem habe ich gesehen, es gibt noch so viel mehr zum Einrichten eigentlich. Das ist hier quasi noch ganz, ganz
simpel und einfach gehalten. Der Himmel ist übrigens schon blau, fällt mir gerade auf. Ah. Eigentlich sollten wir einen blauen Himmel erschaffen, aber wir haben ihn sogar schon erschaffen in der Zwischenzeit. Also es gibt doch ein bisschen sich ändernde Atmosphäre hier, wie es ausschaut. So, jetzt wohin mit der Heizung ist die Frage. Wir können hier natürlich noch eine Heizung hinbauen, da müssen wir aber irgendwann trotzdem mal expandieren. Sonst irgendwann keinen Platz mehr habe hier. Wie schaut es jetzt hier noch mit Strom aus? Ist die 22.7 verfügbar? Hallo Feinherb, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich könnte sogar noch eine Heizung bauen, oder? Titan, Aluminium? Aluminium hatte ich doch noch. Ja, und Titan hatte ich auch noch. Schau, können wir gleich noch eine Heizung hier irgendwo hinbauen. Die bauen wir oben hin. Man braucht kein großes Gebiet, man braucht einfach nur ein Gebiet, was man möglichst voll baut. So, was? Hydrationsniveau niedrig. Ja, ja, ja. Weil die Leute auch immer so viel trinken müssen. Ist echt schrecklich. So. Terraforming geht jetzt natürlich noch schneller. Essen brauchen wir eigentlich gar nicht. Kann das mal kurz lagern in unsere All-in-One-Kiste. Weil die ist schon wieder relativ leer geworden in der Zwischenzeit, muss ich gestehen. Sollte mal ein bisschen Sauerstoffflaschen machen. Dann gehe ich nochmal hier in diese dunkle Zone rein. Gucken, dass wir noch ein bisschen Aluminium wiederfinden. Und dass wir das Schiff nochmal mit fertig ausschlachten. Bis dahin sollte das Terraforming auch die erste Stufe erreicht haben. Mein Himmel ist schon mal blau. Fortschritt, der haben wir auf alle Fälle schon mal gemacht. Eis für Wasser. Und Kobalt für Sauerstoff. Das wissen wir in der Zwischenzeit. Dankeschön. Stell mir das so vor, wenn ich jetzt das 30% Upgrade mache. Das wirkt sich doch nicht drauf aus. Das ist doch eh schon so schnell. Deswegen. Ach so, man kann die nur demontieren, wenn nichts drin ist. Ach so, ich dachte. Ich habe gedacht, das geht nicht, wenn ich nicht genug Platz in meinem Inventar habe. Tja, wie wieder gedacht. Mitdenken ist immer so eine Geschichte bei mir. 160 von 175. Sehr schön. Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir die Stufe abgeschlossen haben. Dann kommt ja die nächste Stufe. Dann geht es wahrscheinlich darum, Wasser, glaube ich. Wahrscheinlich. Die nächste Stufe wäre ja Wasser. Wasser, Atmosphäre, solche Geschichten. Kann ich mir vorstellen. So, erstmal lauter Sauerstoff. Das brauchen wir leider auf unserer Expansion. Wasserflaschen mache ich jetzt mal keine. Da tun wir einfach nur das Eis kurz lagern. Uran tun wir noch raus. So, gut, dann machen wir uns auch direkt wieder auf den Weg. Nach hinten, hätte ich gesagt. Da möchte ich nicht hin. Das sieht mir auch sehr wüstig aus, muss ich gestehen. Da irgendwie keine Lust drauf. Keine Ahnung, was mich da erwarten würde. Und ich werde mich nicht verlaufen, weil wir haben ja hier unseren Punkt schon mal gesetzt. Unseren Wegpunkt. Den baue ich auch, glaube ich, nur ein einziges Mal, weil jetzt, wo ich ihn habe. Jetzt können wir T3-Heizung bauen. Ah, Iridiumstab. Alles klar, gut. Damit hat sich das auch erledigt, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie ich einen Iridiumstab baue. Ich denke mal, das wird etwas Zukünftiges sein, wenn wir das nächste Upgrade, diese neue Baustation freischalten oder sowas. Mit neuen Mineralien und Materialien oder so. Mal gucken. Dann schauen wir erstmal dort hinten wieder hin. Das ist wieder Titan. Das sieht im Schatten ja richtig komisch aus immer. Und es wird wieder dunkel. Warum leuchtet denn das so grün? Ist hier irgendwas Besonderes drin, was ich noch nicht gesehen habe? Nee, ne? Hat einfach quasi die die Atmosphäre hier drin. Die ist halt grün. Das Spiel ist in etwa, ja, man kann es schon durchaus spielen. Also es ist so Early Access, sagen wir mal 50% wahrscheinlich. Es ist auf alle Fälle spielbar. Es macht auch durchaus schon Spaß. Was ist das denn? War das das, wo ich war? Nee, das ist was anderes. Wo war ich denn? Ein Kernreaktor kann ich jetzt bauen.
Das ist mal das eine. Ich wollte eigentlich hier gar nicht hin, ne? Das ist mal... Ah! Mein Sauerstoff vergessen. Ich wäre fast verreckt. Okay, was ist das? Gut, ich komme aktuell nicht rein. Und wir haben die erste Stufe. Jetzt haben wir die fortgeschrittene Herstellungsstation. Okay, also. Stufe 1 ist abgeschlossen. Da hinten geht's weiter. Aber ich wollte eigentlich nicht hier hin. Das ist mir zu weit weg, weil... Eigentlich wollte ich da hinten noch erstmal das Schiff ausschlachten. Wo ist denn das hin? Hä? Bin ich jetzt ganz dumm? Das war doch hier irgendwo. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hat sich versteckt. Nicht dumm. Da ist es. Da ist es doch. Hast gedacht, kannst dich verstecken, wa? Aber nicht mit mir, du. Dann wird die Frage, wie sind wir da reingekommen? Von hier aus, ne? Tschupp. So. Dann machen wir das jetzt hier mal leer. Aluminium haben wir hier noch. Titan, Nahrung. Aluminium, Nahrung. Gut, das haben wir fertig. So irgendwas. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Hin und wieder liegt hier irgendwo ein kleiner Kasten hier rum. Aber ich glaube, hier sind wir fertig. Mit dem Ding. Da ist noch eine Kiste. Die hatte ich aber schon leer gemacht, oder? Mehr oder weniger. So. Was gibt's hier noch? In der dunklen Hut. Da ist nochmal Aluminium. Das ist Eis. Das juckt mich gerade nicht. Da ist noch eine Kiste. Nahrung haben wir auf alle Fälle kein Problem. Okay, dann sind wir hier quasi wieder draußen aus diesem düsteren Areal. Haben wir genug Sauerstoff, dass... Ah, da ist auch noch... Okay, das ist Aluminium. Pass auf, so schaut Aluminium aus. Okay. Wir müssen uns merken. So ein bisschen kristallig quasi. Ist da hinten auch Aluminium? Wir haben keinen Platz mehr, scheiß drauf. Schauen wir nochmal ganz kurz, wenn wir schon auf dem Weg sind, schauen wir nochmal ganz kurz das Schiff mit an. Ich habe noch 4 Sauerstoffflaschen. Das sollte auf alle Fälle noch ein bisschen reichen. Hallo. Ja, jetzt geht's relativ schnell, ne? 175 KT haben wir gebraucht. Jetzt haben wir schon fast 200. Ist halt die Frage, ab wann gibt es die nächste Stufe? Hier ist sehr trocken alles. Ich könnte mir vorstellen, dass hier später Wasser sein wird. Das schaut mir nicht so aus, als ob da... Oh, da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Und das ist... ja, wahrscheinlich stürzt es ein, oder? Warte mal, war ich hier nicht schon? Ich war doch hier schon. Oder? Ich bin so vergesslich, das ist unglaublich. Doch, ich war hier schon. Doch, hier war ich der Schiff. Habe ich das Schiff schon leer gemacht? Nee, also hier war ich auf alle Fälle schon, stimmt's. Da hinten war ja da nochmal was, genau, habe ich ja gesagt. Ich bin auch so vergesslich. Da ist auf alle Fälle eine Höhle, die irgendwann einstürzen wird. Wahrscheinlich, wenn ich drinne bin, dann kann ich mir wahrscheinlich einen Weg rauskämpfen oder sowas. Na, Klassiker. Aber wir schauen jetzt erstmal, denn wir haben neue Sachen, die wir bauen können. Eine fortgeschrittene Herstellungsstation zum Beispiel. Und die müssen wir jetzt erstmal bauen, weil ich denke mal, da wird es relativ neuen Shit geben zum Bauen. Und den brauchen wir natürlich auch. Neue Mineralien, neue Ressourcen, neue Abbaumöglichkeiten, keine Ahnung, mal gucken. Was, oben rechts? Ja, da, ja, da stimmt, da waren auch noch so Schiffe, die habe ich schon gesehen gehabt. Jetzt schau, bauen wir erstmal die fortgeschrittene Baustation. Andere Seite. Achso, ja, da war so ein großer Kreis, ne? Also hier gibt es überall noch an allen Ecken und Kanten gibt's was. Da hinten gibt es ja auch noch lang. Was da hinten ist, weiß ich ja noch gar nicht. Aber da man alles mit seinen eigenen 2 Füßen erforschen muss, ne, ist das natürlich eine bisschen langwierigere Geschichte. Okay. So, Titan, Magnesium, Silizium. Lass mal kurz aufräumen. Den Sauerstoff pack mal kurz raus. Das Wasser trink mal. Ganze Essen weg. Essen braucht doch kein normaler Mensch.
Magnesium. Ciao. Fein. Mach's gut. Zwei Silizium brauchen wir noch. Die wir mal wieder nicht haben. Mal hinter unsere Anlage gucken. Da ist Silizium. Dankeschön und Dankeschön. So. Und dann können wir das Ding jetzt eigentlich bauen. Ja. Aber das andere ist, ich würde erst gerne mal unsere Anlage ausbauen. Dafür brauchen wir wieder Eisen. Ha. Bevor ich jetzt hier irgendwas groß neu irgendwo reinbaue, wo ich gar keinen Platz mehr habe. Sollten wir lieber dafür sorgen, dass wir jetzt erstmal genug Platz haben, überhaupt irgendwo was Gescheites zu bauen. Deswegen bauen wir erstmal unser Haus aus. Das weg, das weg. Das ganze Aluminium brauche ich doch eigentlich auch nicht. Okay. Dann bauen wir mal. Wohnabteil Ecke. Dafür brauche ich einen Kobold. Warte mal, das ist ja auch eine Idee eigentlich, dass man sagt, okay, man macht hier so Ecken hin, dass man weiß, hier geht es nicht weiter für mich zum Bauen. Hey, die Kiste habe ich doch safe abgebaut. Hä? Okay. Ist ein Eisen. Ist mir jetzt eigentlich egal. Trotzdem interessant, weil ich mir sicher war, dass ich es abgebaut habe. Aber gut. Dankeschön. Was ich auch nicht verstehe, wir verlieren ja immer noch relativ viel Sauerstoff eigentlich. Und wir setzen aber trotzdem auch Sauerstoff in die Atmosphäre frei. Ich fände es halt relativ cool eigentlich, wenn man dann so sagen würde, okay, man verliert weniger Sauerstoff, umso besser quasi das Verhältnis ist oder irgend sowas. Aber da bin ich scheinbar alleine mit der Ansicht, okay, das funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne, das geht nicht wegen Berg. Hügel, sowas. Hat er jetzt connected? Ja. Zu viel zu dem Thema. Sind mal ganz kurz. Wo ist denn da die Fenster? Das ist die Fensterscheibe hier, oder? Da ist die Fensterscheibe. Das heißt, wenn ich das jetzt dahin baue. Ja, so passt's. Mehr oder weniger. Okay. Ja, so geht's. Genau, so passt's. So, da hätten wir hier quasi das Ende. Erstmal von der einen Seite. Und dann können wir das hier trotzdem noch erweitern. Natürlich wieder Ressourcen fehlen. Natürlich fehlt auch Titan. Nur ungern vermeiden, dass wir jetzt hier ganz jetzt Sauerstoffflaschen benutzen müssen. So, jetzt müsste man natürlich mal kurz gucken. Sowas wie die Lagerkiste kurz ein bisschen verschiebt. Das tun wir mal kurz weg. Weil die Lagerkiste, die steht jetzt hier aktuell im Weg, logischerweise. Mal kurz abreißen. Ja, es sieht richtig hässlich aus. Muss ich schon mal sagen. Das ist schon ein richtig hässlicher Planet, den wir hier haben. Okay, ihr müsst auch weg. Wo mache ich denn den Stoff her? Nein, es gibt keine Monster. Was kriege ich denn für den Bildschirm? Silizium und Eisen. Da habe ich gar keinen Platz für. Bauen uns den Arbeitstisch quasi mal hier so hin. Ich weiß, das ist nicht die schönste Lösung. Aber wer arbeitet nicht gerne beim Blick nach draußen? Können wir nicht leider. Ganz schön können wir es nicht hinstellen. Oder wir bauen es dorthin. Das macht vielleicht sogar noch eher Sinn. Anstelle dem Fenster. Und dann. Was hatten wir? Strom? Achso. Magnesium haben sie mir geklaut.
Strom? Und was war das andere? Baupläne, ne? Ein Tool zum Verschieben wäre ja auch noch prickelnd. Irgendwann mal. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen ausgebaut, das Ganze hier. Hier ein bisschen Ausguckst mit drinne. Wie können wir noch weitere Abteile bauen? Ah, eins kann ich sogar noch bauen. Das bauen wir gleich mal dort oben mit hin. Kann ich jetzt eigentlich... Das müssen wir mal ausprobieren, ob ich quasi auch überhängend bauen kann. Das ist ja auch eine interessante Frage, die wir uns mal annehmen sollten. Titan, 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 Eisen. Dankeschön. Das ist Eisen. Das ist Titan. So, dann bauen wir mal überhängend. Wenn das funktioniert. Oder wir bauen einfach da oben auch diese Endstücke. Ja, wobei. Müssen wir gucken, ob wir später vielleicht so ein richtiges Glasding freischalten. So ein reines Glasteil. Keine Ahnung. Schauen wir aber erstmal kurz. Ja, gehen tut scheinbar. Das ist gut. So. Da ist doch mal hier, schau mal. Schaut so aus, als ob ich wüsste, was ich mache. Wo jeder weiß, dass es nicht der Fall ist. Ah, wird schon größer hier, ne? So, die Heizung demontieren wir mal ganz kurz. Die setzen wir dafür jetzt natürlich dann dort hinten hin. Weg vom Eingang. So, da hinten störst du nämlich keine Sau. Ihr seid schon wieder alle fertig gewesen. Der nicht, oder was? Doch, jetzt hat. Hä? Also. Eins. Wir können mal Kürbiskerne machen. Für so einen Kürbis. Mal gucken, was der mir bringt zum Essen. So. Das Ding reißen wir auch noch ab. Hier oben machen wir dann eher so die modernere Anlage hin. Erstmal. Kann ich den daneben bauen? Oha. Das geht echt. Oh, das schaut ja fast schon so aus, als ob es geplant gewesen wäre. Holla. Also, drei Aluminium, die habe ich. Dann brauchen wir zwei Titan, zwei Magnesium, zwei Silizium. Zwei Titan, zwei Magnesium und zwei Silizium. Das kann ich mir nicht mehr aus, weil ich hier umgebaut habe. Okay. Zwei Silizium, zwei Magnesium, zwei Titan muss ich meinen Arsch noch für bewegen, so wie es ausschaut. Kurz nochmal machen, ist schnell ein Wasser. Das Essen schmeißt man natürlich hier mit rein. Hallo Snowfall Axel, grüß dich. Die Superlegierung lasse ich auch mal da. Okay. Dann holen wir uns kurz Silizium. Was geht bei dir, Axel? Erzähl. Was macht dein Tag so? Silizium. Silizium, Silizium. Silizium. Eins haben wir schon mal. Und da ist das zweite. Dann haben wir alles, oder? Ne, Titan brauche ich noch. Es war nicht Silizium, es war Titan, was ich brauchte. Bin auch so blöd. Dankeschön. Okay. Ah, ein Sturm. Kommen wieder Asteroiden, oder? Ja. Ah, ich muss kurz weg. Hilfe! Nicht, dass ich noch von einem getroffen werde. Ich meine, es wäre interessant, ob die einen treffen. Aber, naja. Bist gerade von der Schule gekommen, nachher noch Training, ansonsten nur Videos schauen. Meine Videos, das ist ja doch. Das ist doch. Das will ich doch hören. Ja, das freut mich doch. Während jetzt hier gerade der Weltuntergang einbricht. Aber das Ding können wir bauen. Also bevor wir sterben, können wir immerhin noch eine Herstellungsstation bauen. Oha, ist die groß. Die hätte ich unten gar nicht bauen können. So, da ist das Ding. Ah. Jetzt kommen wir langsam an den interessanten Punkt der Geschichte hier. Ein Jetpack. Hallo.
Okay. Ein Rucksack T4. Habe ich jetzt einen T3-Rucksack? Ich kann einen T4-Rucksack craften. Ich habe nur nicht mal einen T3-Rucksack. Wie soll denn das schon wieder? Wie funktioniert denn das schon wieder eigentlich? Wo sind jetzt meine Leiter dran? Hä, seit wann kann ich einen T3-Rucksack bauen? Okay. Das habe ich irgendwo mal komplett verpennt scheinbar. Das, wenn mir mal vorher einer gesagt hätte, dass ich einen T3-Rucksack bauen kann. Und dann können wir auch gleich einen T4-Rucksack bauen. Und dann können wir ja mal eine richtige Expansion reinballern. Das ist doch mal... Das ist doch mal eine Ansage. Also komm her, pass auf folgendes. Dafür braucht man einen T2-Rucksack. Den habe ich an. Das ist aber doof, dass ich den anhab. Wie viel Platz habe ich ohne den Rucksack? Ah, langt aber. Okay. Rucksack T3. Was war jetzt für den T4-Rucksack? Das ist gar nicht so teuer. 3 Superlegierungen, die habe ich. Irgendwo. Versteckt. Hier. Eins, zwei... 3. Dann brauchen wir noch ein Titan, war es, glaube ich. Titan. Titan fahren. Ja, neue Ressourcen wurden von den Asteroiden gedroppt. Was ich immer sehr nett finde. So halt gar nicht so schlecht, die Asteroiden. Eigentlich sind es so missverstandene Freunde. Sag ich mal. Die schmeißen ja auch immer Sachen auf einen. So, Rucksack T4, da ist er ja schon. Zack. Ja, das ist das. Nenne ich doch mal Inventarplatz. Sauerstofftank T4. Ist Zukunftsgedöns. T3, habe ich den schon an? Nein, auch... C2 habe ich. Exoskelett ist noch T1. Ich bin noch so rückständig eigentlich. Ich bin noch so richtig zurückgeblieben. Mal kurz gucken. Jetzt erstmal Sauerstoff T3 wäre das nächste. Mein Tag bisher, ich bin erst aufgestanden, habe gefrühstückt und dann habe ich hier angefangen, mein neues Spiel zu spielen hier. Ja, ansonsten relativ ereignislos eigentlich. Also Exoskelett T1, das Exoskelett T2, den könnte ich rein theoretisch sogar bauen. Magnesium, Aluminium, Titan. Mal gucken, ob wir noch Aluminium haben. Das ist nämlich die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt. Ja, Aluminium haben wir. Den letzten. Mein letztes Aluminium. Dann bauen wir doch lieber den Sauerstofftank T3. Eisen, Titan, Magnesium. Magnesium, Eisen. Oben muss noch ein Titan. Mit dem einen Titan können wir dann unseren Sauerstoff-Upgrade noch reinhauen. Das ist ja auch wichtig. Und dann können wir erstmal unseren Arsch wieder irgendwo hinbewegen und gucken, dass wir Sachen finden. Alles sehr ereignisreich. Ich weiß nicht, wo ich das ganze Iridium herbekommen soll. Also jetzt mal ohne Witz. Brauchen ja schon relativ viel. Um die 20, 30 Stück, dass wir überhaupt mal irgendwas Anständiges craften können. So, holen wir uns kurz den T2-Tank und hauen uns dann den T3-Tank zusammen. So, sehr schön. 280 CO2-Limit. Okay, passt. Dann Essen. Sauerstoff, Wasser. Nochmal 2 Essen mehr. 3 Sauerstoffkapseln sind mir zu wenig. Dann müssen wir auf alle Fälle nochmal kurz Kobalt abbauen. Also auf alle Fälle mal so 5, 6 Sauerstoffkapseln hätte ich schon ganz gerne. Dafür bräuchten wir erstmal nur wieder Kobalt. Da ist er. Dankeschön. Können ja mal in die Richtung da hinten laufen, während wir Kobalt abbauen. Mal so gucken, was denn da so rein theoretisch wäre. Eine Kiste auf alle Fälle schon mal.
Bin ja überhaupt nicht neugierig, zum Glück. Wo es da wohl hingeht? Wir schauen mal. Ah, Aluminium. Essen. Wasser. Aubergine brauche ich nicht. Kein Bock mehr auf die Dinger. Die sperren mich so voll mit diesem Auberginen-Dreck. Okay. Ah, das ist eine Abkürzung zu der Steinanlage hier hinten. Was auch immer das sein soll hier. Ich erwarte hier auch noch irgendwas Bösartiges. Wenn wir da hinten lang gehen, kommen wir zu dieser einen Ruine, die wir die ganze Zeit ausgeschlachtet haben. Also jetzt dann sogar fertig ausgeschlachtet schon. In der Zwischenzeit. Ah! Da habe ich was gesehen. Da habe ich. Oh! Aha! Aha. Das ist Iridium. Wir haben Iridium gefunden, meine Freunde. Und da geht's nicht weiter. Das ist dann wieder mal gelockt, quasi. Komme ich da irgendwie hoch? Ist kurz eine CO2-Flasche rein, eine Wasserflasche rein, eine Aubergine rein. Also, wir können jetzt hier auf alle Fälle mal schon mal jede Menge Iri. Alles klar. Okay. So mal das jetzt sein sollte. Was brauchen wir hier? Bei 100 NK schmilzt das Ganze. Das ist noch alles festgefroren hier. Aber wir sind voll, okay. Also, da gab es. Wird wahrscheinlich dann in der anderen Höhle auch. In der anderen Höhle auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich Uran geben. Hätte jetzt einfach mal behauptet, ganz größenwahnsinnig. Ah, da ist ein Transportdingens. Bringt mir jetzt nichts, dahin zu gehen, weil ich habe aktuell keine Infos. Aber wir können gleich mal gucken, ob wir so einen Uranstab bauen können, den wir dafür brauchen, so einen Iridiumstab. Mit dem Iridiumstab können wir uns ja dann diese Superheizung bauen. Was überhaupt kein Ziel ist von mir, eine Superheizung zu bauen. Nur kurz gucken, was wir für diesen Iridiumstab brauchen. Und Superlegierung müssen wir noch irgendwie erstmal anschaffen. Das habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden. Die wird man auch irgendwie craften können. Nur wie? Das ist hier die Frage. Ändert sich der Boden eigentlich langsam oder täuscht mich das schon wieder? Na, ich glaube, das täuscht wegen den Lichtverhältnissen. Konnte ich da nicht Superlegierung craften? Ja, Uranstäbe war es. Und dann diese anderen Superwerkzeuge da quasi. Ich glaube, Superlegierung konnte ich keine craften hier. Schau mal. Doch. Ist auch relativ einfach eigentlich. Okay, ein Iridiumstab haben wir schon mal. Geil. Was brauchen wir noch? Silizium, Titan. Eigentlich relativ einfach dann zu bauen, so ein Ding, ne? Silizium und Titan ist jetzt erstmal nicht das Große. Und diese Superlegierung können wir auch bauen. Achso, und wir sollten auch erstmal Sauerstoff machen nebenbei. Dafür habe ich das Zeug eigentlich auch geholt. Den Iridiumstab. Ne, lass mal kurz hier. Den brauche ich gerade nicht. Kurz noch wegen meinem Essen gucken. Nicht, dass ich mein Essen jetzt hier vergesse. Ist das fertig? Ah! Sick. Dauert aber noch eine Weile. Dann machen wir uns erstmal kurz wieder auf den Weg. Wegen Ressourcen. Brauchen aktuell wieder alles: Magnesium, Titan, Silizium, Eisen. Deswegen bauen wir jetzt einfach mal wieder alles ab. Weil dann bauen wir uns ein paar Superlegierungen mit nebenbei. Ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist, aber ich glaube, das ist von den Planeten. Asteroiden, die runtergestürzt sind. Die lassen das Zeug einfach so am Boden liegen. Okay. Das tun wir mal abbauen. Ich baue das zwar gefühlt jeden Tag ab, aber irgendwie, keine Ahnung, kommt es immer wieder. Magnesium bräuchte ich noch. Titan, Magnesium, Eisen, Silizium. Ah, da hinten ist auch noch eine Kiste. Aber da habe ich keinen Platz mehr für. Noch ein Silizium mitnehmen.
Dankeschön. Ist die Frage, wo baust du diese Riesenheizung hin? Habe ich jetzt den Heizstab dabei, ne? Ich habe alles dabei, außer den Iridiumstab. Dann hole ich mir kurz den Iridiumstab noch schnell. Lasst euch nicht stören von mir, macht euren Job. So, dann schauen wir nochmal. Okay. Superlegierung. Kobalt, Eisenmagnet. Das ist relativ teuer, du brauchst von allem eins. Deswegen wahrscheinlich auch. Raketentriebwerk. Ich glaube nicht, dass es aktuell schon... Ach so, das brauche ich für ein Jetpack. Ah. Uran habe ich sogar rein theoretisch. Jetzt hoffe ich, dass ich noch irgendwo ein Aluminium rumliegen habe, weil sonst bin ich jetzt traurig. Kein Aluminium. Ich habe jetzt echt alles Aluminium verschwendet. Ihr könnt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich brauche nochmal einen Schrank übrigens. Drei Eisen. Die Superlegierung können wir noch wegtun. Können wir den daneben bauen? Ja. Sehr schön. Bauen wir den direkt daneben. Ist auch sehr schön gebaut, muss ich sagen. Reißen wir den mal kurz ab. Lieber baue ich den etwas weiter dorthin. Ja, das sieht schon etwas gewollter aus. Okay, das passt eigentlich sogar, was wir jetzt dabei haben. Jetzt haben wir genug Platz. Dann latschen wir jetzt nochmal hinten lang und gucken zwecks, was wir da noch gefunden haben. Da ging es ja weiter. Iridium hatte ich ja fast alles mitgenommen, glaube ich. Da kommt man den ersten Stab bauen. Könnte rein theoretisch noch bei dem Schiff oben gucken, ob es da die Möglichkeit gäbe, ob das da offen ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war eigentlich mit der gleichen Wärme wie das auf der anderen Seite. Das war ja beides noch nicht geschmolzen. Das Eis in beiden Gebieten war ja noch dicht und beide hatten, glaube ich, 100 kN, was auch immer das heißt, um zu schmelzen. Moin, hallo. Lassen Sie sich nicht aufhalten von mir. Ich gucke hier bloß nach Iridium. Dieser relativ roten, toten Wüste. Hässliche Steine. Wer auch immer die hier hergestellt hat. Von diesen Außerirdischen. Weil die schauen nicht natürlich aus. Irgendwie. So. Hallo. Ich möchte hier nur kurz hoch, aber ich komme nicht hoch. Hier oben gab... Ach, da unten war noch was. Abbauen geht nicht. Das noch schnell mit. Der Rest ist da hinten gefangen. Und das sieht mir nach Aluminium aus oder so. Mal gucken. Komm ja aktuell nicht hin. Schauen wir nochmal das andere Ding an, was ich hier gesehen habe. Oder generell mal ein bisschen weiterlaufen hier so. Da ist auf alle Fälle ein Kistelchen. Okay. Ich weiß nicht, was es für eine Kiste ist. Es ist eine goldene Kiste. Und die ist wertvoll gewesen. Da ist richtig geiler Shit drin gewesen. Gut zu wissen, dass es auch sowas wie goldene Kisten gibt. Was ist Silizium? Mal wieder mal CO2 reinpusten. So, das ist ein großes Transportabteil oder sowas. Die Frage... Können wir das hier abbauen? Ein Sonnenkollektor T2, dankeschön. Cool, auf alle Fälle. Das ist auch eine goldene Kiste, oder? Ne, das ist eine normale Kiste. Was? Grasstreuer. Jetzt wird's interesting. Raketenstartplattform. Okay, jetzt wird's richtig interesting. Nehmen wir die Superlegierung mit. Aluminium haben wir auch wieder. Okay, das war schon wieder sehr lukrativ alles. Vor allem, dass wir... hallo!
wir einen Sonnenkollektor gefunden haben. Das fand ich cool. Ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Da gibt es noch mehr. Wir müssen hier wieder zurückkehren. Irgendwann. Auf alle Fälle baue ich den neuen Sonnenkollektor direkt hin. Und dann bauen wir die fette Heizung hin mit dem Aluminium, die wir haben. Ich überlege, ob ich die fette Heizung draußen hinbauen soll, tatsächlich. Wir werden es gleich sehen. Gut, damit lassen wir die Hölle der Wüste wieder hinter uns. Aber auch schön, so jedes Gebiet hat so seine eigene, sein eigenes Farbschema, ne? Clouds in the sky. Oh, wir haben Wolken freigeschaltet. Lass mal gucken, was mir das sagt. Clouds in the sky, reach the clouds. Und danach kommt Reach Rain Level. Okay. Also quasi Stufe 1 war blauer Himmel, den haben wir freigeschaltet. Stufe 2 ist Wolken am Himmel. Wolken am Himmel heißt erstmal, es gibt Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Und Stufe 3 wird dann Regen sein und dann wird es interesting. Wir haben ja auch schon ein Gras, eine Grasschleuder freigeschaltet sozusagen. Ja, und wir haben ja immer noch keinen richtigen Platz zum Siedeln gefunden eigentlich, ne? Wir haben so überall diese hässlichen Steine rumstehen. Aber gut. So, jetzt schauen wir mal kurz Sonnenkollektor T2. Da haben wir ja alles für gefunden und freigeschaltet und geklaut. Dann bauen wir dich doch mal wieder dort mit hin. Zack. Silizium-Titan. Habe ich das oder habe ich das nicht? Silizium-Titan haben wir sowohl als auch. So, ist die Frage, wohin mit dem Ding? Kann ich das hier drinnen bauen? Ja, kann ich. Dann gehen wir trotzdem hoch und bauen das hier oben mit hin. Erstmal hier in die Ecke rein. Wir können es ja abbauen, wir kriegen die Ressourcen ja wieder. Wenn ich es umlagern möchte. Schaut fast aus wie so ein Kraftwerk. 28 Wärme, 0,6 Luftdruck. Ah. Okay. 3 Superlegierungen. 3 Titan, 3 Eisen für eine Raketenstartplattform. Die Superlegierung sollte ich zusammenkriegen, glaube ich. Ich habe doch sogar noch, oder? Wir haben jetzt 2. Hatten wir nicht noch eine oder habe ich die schon wieder verbraucht? Ich habe noch eine. 3 Titan. Ne, 3 Titan und 3 Eisen können sich ein bisschen als schwierig herausstellen. Wir können noch eine goldene Statue bauen. Oh, 600% goldener Samen. Okay, das ist ein krasser Unterschied. Das läuft richtig. Also, 3 Titan, 3 Eisen brauchen wir. Auf geht's. Komm, wir bauen eine Raketenstartplattform. Die Frage ist, muss ich dafür Raketen bauen oder läuft es denn einfach so passiv? So, nach dem Motto, okay, wir tun jetzt einfach mal so, als ob da Raketen abgeschossen werden. Das ist noch eine Frage, die offen steht aktuell. Titan. Eisen. Eisen. Was die Heizung natürlich auch macht, die beschleunigt natürlich den Terraforming-Prozess auch nochmal mit dem Erhitzen des Ganzen deutlich. Das ist natürlich auch wichtig. So, jetzt schauen wir mal. Raketenstartplattform. Gut, wohin das Ding? Okay. Die Frage ist, braucht das Scheißding Energie? Ja, das braucht Energie. 55k. Gut, eine Ding könnt ihr nur bauen auf alle Fälle. Dafür brauchen wir 2 Kobalt, ein Magnesium, ein Alizium, Silizium. Das bauen wir nochmal schnell ab hier nebenbei, wenn wir schon unterwegs sind. Ja, das ist wieder eine Kiste. Das ist doch ein Bug, oder? Dass jedes Mal wieder aufploppt. Also, das ist nicht in Ordnung. Silizium, Magnesium, Kobalt. Da ist Magnesium. Da ist Kobalt. Weiß nicht, ob das reicht, ehrlich gesagt.
Ein Kobalt noch. Schauen, ob das dann nachher genug Strom ist. Ich meine, ich habe schon einen gebaut. Also wir haben jetzt dann schon zwei gebaut. Das wäre jetzt quasi der dritte. Mal kurz angucken in unsere Heimatbasis, wie das mit dem mit der Energie ausschaut aktuell bei uns. Zack. Jawohl. Schaut richtig scheiße aus. So. Sweet Home Alabama. Auf geht's. Einmal Heimat. Dankeschön. Okay. NK. Ah, NK ist bei 76,5. Also da bewegen wir uns auf einem guten Weg hin auf alle Fälle. Wir sind bei Regen 8,7%. Wir arbeiten uns voran. Hallo, Medium Alex PL. Ich grüße dich. So, danke für den Kürbis, danke für die ganzen Früchte, die wir auch natürlich gleich wieder einsetzen. 40 Gesundheit. Okay, Kürbis lohnt sich. Deutlich mehr als so eine Aubergine. Nicht droppen. Essen. Gut. Den möchte ich. Was ist eigentlich mit dieser Rakete? Stimmt, die kann ich angeblich bauen. Rechtsklick zum Bauen, goldene Statue. Nur wohin das Ding, ist hier die Frage. Ah, okay, das ist quasi eine kleine Trophäe quasi. Kann ich die auf den Tisch draufstellen? Geht auch. Auf die. Okay. Ja gut, die bauen wir irgendwann mal, dann ist ja jetzt gerade nicht so wichtig. Das Wichtigste wäre jetzt erstmal die... Ja, so eine Recyclingmaschine wäre auch was, ne? Aber dafür müsste ich was reintun. Und was für Objekte? Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Wir können einen Uran? Wir können einen Kernreaktor bauen. Tja, Kernreaktor oder... Ja, danke doch für dein Follow gleich. Auf Discord kannst du leider nicht mehr kommen, wenn es ein Treffen gäbe. Das ist aber schade, warum denn? So, Grasstreuer. Ah, Grasstreuer. Lässt draußen Gras wachsen, erzeugt Biomasse. Gibt brutal viel Sauerstoff. Okay, wir kommen jetzt wirklich hier in einen interessanten Bereich langsam, ne? Mit den Sachen, die wir auch so bauen können. Jetzt habe ich euch wieder ein Eisen verschwendet. Um ein Eisen. Oder habe ich noch irgendwo ein Eisen? Ne, wir brauchen wieder ein Eisen. Einmal nach hinten. Das mit der Biomasse und Gras erzeugen ist auf alle Fälle interesting. Das würde ich dann auch gerne mal in Angriff nehmen. Denken wir, werden jetzt erstmal lauter Superlegierung craften. Weil man dafür auch wieder Aluminium braucht. Dreimal dürfte raten, was ich nicht habe. Schon von Natur aus. Ach, du kannst dich nicht mehr einloggen. Ja, da musst du halt, kannst du ein neues Konto erstellen. Rein theoretisch geht doch auch. Okay. Da steht aber auch nicht, dass mir das direkt erstmal was bringt. Deswegen bin ich jetzt hier gerade ein bisschen kritisch. Ich will nicht etwas bauen, was mir dann gar nichts bringt am Ende. Okay, passt. Arbeite ich schon dran. So ein Kirmas, warte mal kurz, Kirmas. Vielleicht bauen wir einfach so ein Gras-Teil hier irgendwo draußen hin. Brauchen wir diese Samen, diese Kirmas-Samen. Das ist ein normaler Samen. Kurz mal hier reingucken. Nein, nein. Da, Lirma-Samen, da ist doch einer. Dafür setzen wir das Ding da rein. So, also. Aluminium, Magnesium. Habe ich schon wieder kein Aluminium mehr? Ihr wollt mich doch verarschen. Kann ich jetzt schon wieder kein Aluminium haben? Das ist unglaublich. Mein Aluminiumverbrauch ist unfassbar. Erzreaktor. Erzextraktor, nicht Erzreaktor. Erzextraktor. Was macht das Ding? Osmium. Was denn für Osmium? Was ist denn Osmium? Okay, es gibt Sachen, von denen habe ich absolut keinen Plan aktuell.
Wir gehen einfach nochmal in die andere Hütte rein, hätte ich gesagt. Haben wir nochmal Kobold oder sowas? Oder irgendwelche... Ne, auch nicht so wirklich. Ich hätte ein bisschen mehr Sauerstoff gerne mitgenommen. Und vielleicht noch eine Wasserflasche, sicherheitshalber. Weil dann schauen wir uns nochmal auf der anderen Seite drüben die Schiffe an, die ich dann noch gefunden habe und die dann noch so rumlagen nach Aluminium. Kobalt noch ein bisschen. Dankeschön. Eis direkt in der prallen Sonne liegt, Stehwebel. Zweimal Eis, zweimal Kobalt. Nochmal drei extra mitnehmen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich danke der Natur für ihre milden Gaben. Wasser ist immer... Nahrung, Wasser ist an sich kein Problem. So. Dann... Sauerstoff, Sauerstoff, Wasser. Das Eis. Tun wir wieder lagern. Die tun wir auch weg. Okay, passt. Eine Wasserflasche hauen wir gleich rein. Direkt hinter die Binde kippen. Eine, Aubergine irgendwo, die wir nebenbei gleich essen können. Okay, direkt aus dem Schrank gegessen. Also über bestmöglich aufgestellt. Wir haben auch 5, 10, 15 Slots frei. Da können wir auch noch jede Menge anstellen. Ja, dann bauen wir so einen Biomasse-Generator, hätte ich gesagt. Das ist mal das nächste Ziel. Dafür brauchen wir halt Aluminium. Und mit dem Aluminium müsste auch irgendwann mal möglich sein. Er hat ja gesagt, je nachdem, wo er sich befindet, so ein Extraktor tut da auch Ressourcen quasi rausschmeißen. Da müssen wir quasi wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass das andere Gebiet, dieses dunkle Gebiet drüben, ist vielleicht Aluminium. Weil da haben wir auch Aluminium gefunden. Was das hier ist, keine Ahnung. Das könnte Iridium sein, tatsächlich. Das Gebiet hier. Oder wir bauen uns in Höhlen rein, wenn es geht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dass man es einfach in Höhlen baut. Und dann gibt es natürlich auch noch Mineralien, die habe ich noch gar nicht gefunden, wie dieses Osmium da oder was das sein soll. Das ist auch noch eine Kiste, die habe ich gar nicht, oder? Habe ich die gesehen schon? Ah, Lemmersamen nehmen wir auf alle Fälle mit und das Aluminium auch. Kürbis, ja. Den Rest lasse ich tatsächlich mal jetzt hier drin. Den finde ich jetzt erstmal nicht als so wichtig. Okay. Dann haben wir Eis. Das hat irgendwie komisch ausgeschaut. Da ist... Was haben wir denn hier? Gar nichts so wirklich. Oder? Doch, auch ein Sonnenkollektor T2. Ein Bauplan. Ja, das ist jetzt nicht so besonders. Noch irgendwas zum Zerlegen? Weil scheinbar sieht man das ja gar nicht so richtig. Gibt es da noch eine extra Ebene drüber? Ne, da gibt es nichts mehr. Da hinten ist noch ein Container. Da oben drauf ist nichts. So, da ist noch ein... Was ist das denn? Ach, das ist ein Planet. Das hat richtig komisch ausgeschaut gerade. ich glaube... Nee, hier war ich schon. Ah, das war das Ding, wo ich nicht reingekommen bin, oder? Stimmt, da kam ich nicht rein. Von da hinten kam ich gerade. Hier kam ich nicht rein. Biodom können wir bauen. Schön, dass wir lauter Sachen freischalten. Während ich nicht mal weiß, wie ich überhaupt an die Ressourcen und Mineralien kommen soll. Coole Sache. Top. Top. Finde ich top. Wir gehen mal nach hinten hin. An diesen großen Kreis, wo wir schon die ganze Zeit mal hingehen. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eine Höhle mit Aluminium. Aluminium wäre schön. Terraforming Index. Ist das ein Maximalbalken, der da läuft? Oder sieht das einfach nur so aus? Kann sein, dass es einfach nur so ausschaut. Mal gucken, was uns hier erwartet. Über diesen Hügel. Wüste. Stein. Sand.
Oh. Auf alle Fälle eine fette Area. Oh, das ist hier interesting. Das würde sich auf alle Fälle anbieten für eine fette Basis. Rein theoretisch. Würde sich sogar deutlich besser anbieten wie der Bums, den ich jetzt aktuell habe. Das sieht mir auch irgendwie nach einem größeren Teil von dieser Station aus. Die Frage ist, wo ist der Eingang? Die andere Frage ist, überlebe ich das? Weil ich hier schon wieder relativ weit von zu Hause entfernt bin. Ich glaube, das sieht mir nicht nach dem Eingang hier aus. Wahrscheinlich eher da drüben. Könnte ich mir vorstellen. Oder ob es überhaupt einen Eingang gibt, ist die andere Frage. Ne? Kann sein, dass es gar keinen Eingang gibt, dass das Ding einfach nur abgestürzt ist. Und wir damit nichts anfangen können. Sieht mir fast schon viel eher danach aus. Das sieht mir alles nicht nützlich aus, tatsächlich. Ja, Riesenstruktur abgestürzt. Aber wir können nichts damit anfangen. Ich habe noch 4 Sauerstoffflaschen. Ja, Stargate. Max, das ist ein guter Punkt. Aber wir können damit nichts anfangen. Aber es ist hier schön an sich, das muss ich ja schon mal auch sagen. Das würde sich hier auf alle Fälle anbieten, seine Basis zu schmeißen. Wäre halt die Frage, wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir bauen uns Eisen und Titan bräuchte ich dafür. Ich würde es mal ausprobieren, wenn ich sage, okay, wir bauen uns jetzt einfach da eine Station hin. Ja, da nicht unbedingt runterfallen. Oh, oh. Ah, okay, wir können jetzt runterglitschen. Ah! Nexus Nemesis, Mensch. Dich habe ich ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr gelesen. Dass du noch lebst? Welch Freude, dich zu erblicken. Einer der ältesten, ehrwürdigsten Menschen in meiner Geschichte. Da bauen wir mal kurz so eine Ding hier. Also das Ding ist, wenn das jetzt schief geht, dann verrecke ich. Wenn ich jetzt hier so viel Zeit verbringe, dass ich keine Ahnung mehr habe, ob mein Sauerstoff reicht, zurückzulaufen. Boah, am Ende ist es hier ein Meer oder so. Ich baue mir so ein Ding ins Meer rein. Ich kann hier gar nicht bauen. Cool. Ich denke mir so, cool, man kann hier bestimmt bauen oder so. Nee, geht gar nicht. Okay, sehr enttäuschend. Da gibt natürlich keinen Eingang. Ich brauche nur einen Titan, schnell. Einen Titan brauche ich irgendwo. Gibt es hier keinen Titan, oder? Titan? Titan. Eine Tür reinbauen und da beantwortet es mir auch... LOL. Da ist einfach... Ich baue direkt neben so einem Ding. Da sage ich jetzt nichts zu. Ja, ja, Sauerstofflevel niedrig auf rumzuhören. So. Ah, es geht. Eine Runde League, ja, viel Spaß. Ja, mir geht's ja ganz gut, ja. Hab mir jetzt hier erstmal eine Anlage reingebaut. Ne, ich habe wieder angefangen hier. Oder was heißt wieder angefangen? Ich habe gedacht, wir streamen einfach mal auch ein bisschen. Weil YouTube ist ja das eine. Ah, ich verreck. Das ist unterirdisch, das Ding. Ja, wie geht's dir so? Das ist aber cool hier, muss ich schon sagen. Wir schlappern kurz eine Wasserflasche. Hauen uns das Essen gleich rein. Du bist Papa, echt, oder? Heutzutage darf sich auch wirklich alles fortpflanzen. Nein, herzlichen Glückwunsch natürlich. Hätte ich aktuell gar keinen Nerven für sowas. Okay, das ist hier... Ich denke mal, es wird hier ein bisschen größer sein wahrscheinlich. Aber da ist ja nur Müll. Es gibt nicht mal Aluminium hier. Ich werde mich safe verlaufen. Zu 100%. Das endet nicht gut, was ich hier treibe. Aber ich finde hier nie wieder raus, das ist mein Problem. Ist auf alle Fälle riesig, das Teil. Samen ohne Ende. Aber kein Aluminium. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend hier. Was ist da?
Was kurz abreißen. Okay. Oh, da ist eine Kiste, eine normale Kiste. Hm. Ja, gut, Superlegion nehme ich mit, grundsätzlich. Eisenbahn nicht. Die Baupläne nehmen wir auch mit. Dann... Was opfern wir? Ich will eigentlich gar nichts opfern von dem Zeug. Ich brauche eigentlich alles. Wir nehmen jetzt erstmal die Samen mit. Wir gucken mal, ob wir dann hier nochmal was finden. Ja, Fortpflanzen ist nicht das schwerste Unterfangen. Das stimmt, ja. Das ist relativ einfach. Okay, hier geht's auch noch weiter. Das lasse ich jetzt auch. Da ist auch. Ah, da ist ein Terminal. Okay. Da geht's auch weiter. Aber ich möchte jetzt tatsächlich nicht noch weitergehen. Es ist irgendwie Not. Ach nee. Okay. Aber es gibt hier kein Aluminium. Das finde ich sehr, sehr komisch. Als ob da schon irgendwie einer mal alles mitgenommen hätte. Sehr komisch. Wir gehen erstmal wieder raus. Hm. Also das mit dem Aluminiummangel ist schon etwas traurig. Kann ich eine Kiste bauen? Ich Ochse hab das Eisen gedroppt, was ich jetzt hätte benutzen können, um eine Kiste zu bauen. Dann hätte ich nicht einfach da kurz so ein kleines Minilager hingebaut. Weil ich denke mal, dass wir hier noch ein paar Mal herkommen werden. Schon allein, weil es so eine große Region ist hier. Das nutzen wir jetzt hier quasi so als, ja, nehmen wir es Basislager mit. Ausgangslager. Okay, dann pflanzen wir mal hier das Essen rein. 1, 2. Die Kerne tun wir da rein. Dass wir sie halt haben, wenn wir es mal bräuchten, dass wir dann wissen, wo wir hin müssen. Magnesium, Uran nehmen wir mit. Nochmal kurz reinschauen. In die dunkle Hütte hier. Mit unserer Mini-Taschenlampe, mit der man gar nichts sieht. Total frustrierend finde. Sollen wir kurz das Ding hier wegmachen. Das hier auch. Und dann schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Hallo, grüß euch. Erstmal nichts so auf den ersten Blick. Was sagt das Terminal? Heute war die Einweihung des Space Warp Gate. Es dauerte 2 Jahre, ihn zu bauen. Und schließlich hätten wir den Ischl Prime Sektor problemlos erreichen können. Aber kurz nachdem wir den Hauptstromreaktor eingeschaltet hatten, ging alles schief. Der Strom fiel sofort aus. Alle Reaktoren und Stabilisatoren brachen und innerhalb weniger Minuten wurde das Raumschiff unerklärlicherweise vom nächsten Planeten angezogen. Wir haben alles versucht, um es zu beheben, aber es scheint nichts zu tun. Die gesamte Besatzung ist durch die Rettungskapsel entkommen. Ich habe ein Notsignal gesendet. Ich gehe jetzt auch zu meinem Pod. Was für eine Verschwendung, all diese Monate Arbeit sind verloren. Ich kann nicht verstehen, was passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen im Jahr 3034. Auch hier wieder ein Fusionsreaktor. Das war leider nichts drin in diesem Fall. Es ist enttäuschend. Aber es ist noch ein Lirma-Samen, den nehme ich auf alle Fälle mit. Schade, dass es hier einfach nichts gibt. Ah, da ist noch eine Kiste. Mit einem Bauplan. Also kein Aluminium hier in der Hut. Enttäuschend. Ach, da ist aber noch ein Heizding, den ich nicht nutzen kann gerade. Okay, wir hauen wieder kurz ab. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Also es gäbe hier noch einen Heizreaktor. Das sollten wir uns merken. Mal kurz wieder in meine Hütte rein. Dann gehen wir wieder nach Hause. Mit dem brauchen wir von dem Zeug nichts. Das lassen wir alles da. So, dann laufen wir hier oben lang. Gut, damit hätten wir das auch schon geklärt und erforscht. Das war quasi das Warp Gate. Das Warp Gate, was allerdings nicht funktioniert hat und auf die Schnauze bekommen hat. Damit wäre das auch schon geklärt.
Aber wir bewegen uns eh schon jetzt Richtung Terraforming Index 600 langsam. Und dann kommt irgendwann der Regen. Und dann sehen wir auch, was unter Wasser steht. Weil ich denke mal, es wird hier einige Flüsse und Seen oder vielleicht ein Meer sogar geben. Könnte sogar sein, dass das hier alles unter Wasser steht dann irgendwann mal. Wo laufe ich denn eigentlich hier lang? Weil keine Ahnung, wo ich hier bin, ne? Weil wir haben Sauerstoff dabei. Das ist jetzt nicht das Problem, aber interessant ist trotzdem. Ich meine, da müssen wir hin. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Und was es hier ist. Das ist auf alle Fälle eine Kiste. Die juckt mich aber erstmal nicht. Ich möchte erstmal nach Hause. Ich glaube, wir können hier auf alle Fälle mal langlaufen, oder? Wir nehmen mal eine Abkürzung. Mal gucken, wo wir rauskommen. Oh. So. Ah, hier sind wir. Ist quasi, wenn wir hier weitergelaufen wären. Wir sind ja da hinten rechts gelaufen, da könnte man hier links noch laufen. Und da hinten geht es ja auch noch weiter. Das ist auf alle Fälle noch ein sehr weitläufiges Unterfangen alles. Man könnte ja rein theoretisch überall sich so eine einzelne Station hinbauen. So eine kleine Basisstation, die dann überall Nahrung spenden. Ja, Sauerstoff spenden. Nicht Nahrung, Sauerstoff war's. Meine Güte, dass das Wetter hier aber auch immer noch so schlecht sein muss. Jetzt kommt wieder die dunkle Hütte. Meine Güte, bin ich echt so weit gelaufen? Eieiei. Ein Sauerstoffbaum auf alle Fälle. Hier könnte man nichts bauen, weil ich glaube, das wird ja auch ein See sein. Man erkennt, glaube ich, schon so ein paar Sachen. Wahrscheinlich liege ich komplett falsch und da ist nirgends Wasser nachher oder sowas. Oder ich muss es selber bestimmen am Ende mit dem Wasser. Ja, dann haben wir da die Höhle, die einstürzt. Vielleicht schaue ich da auch noch kurz hin. Komm, scheiß drauf. Wir schauen mal kurz in die Höhle rein. Ich denke nicht, dass sie direkt einstürzt. Das wäre jetzt zu... Da sind auch noch Sachen, by the way. Mal gucken. Stell dir vor, wir gehen in die Höhle rein und wir sterben einfach. Einfach tot. Aber wie viele Schiffe sind denn hier abgestürzt eigentlich? Würde mich schon mal interessieren. Hä, das hat einfach sein Aussehen geändert gerade. Hallo? Ihr wollt mich doch verarschen. Naja gut, wir schauen mal rein. Hallo? Ah, Iridium ohne Ende. Iridium ohne Ende. Okay, gut zu wissen. Gut, gut. Aber wir brauchen jetzt gar nicht da reingehen, weil wir haben eh keinen Platz mehr. Ich denke, es wäre auch deutlich klüger gewesen, hätte ich hier oben gebaut. Tatsächlich. Meine persönliche Meinung in der Zwischenzeit. Weil wir haben hier doch deutlich größeren Platz und viel mehr Fläche. Ich denke, ihr werdet mir da auch zustimmen, was das angeht. Bauen wir doch einfach mal. Ist doch wurscht. Ist doch egal. Tür und Silizium, Eisen, Titan, Silizium. Das Zeug können wir uns kurz alles hier holen. Wir haben hier relativ viel Ressourcen. Wir bauen das dann jetzt hier quasi eine neue Basis hin. Weil ich denke mal, dass das mit dem Strom so funktioniert, dass wir den hier auch nutzen können normalerweise. Ah, das werden wir jetzt dann noch herausfinden. Mal kurz gucken. Wir wollten doch so ein Biomasse-Ding bauen. Nein, kein Kernreaktor. Ein Grasstreuer. Dafür brauchen wir Wasser und Magnesium. Magnesium ist jetzt mal überhaupt kein Problem. Wasser ist an sich auch kein Problem, aber da habe ich jetzt nur leider keine zwei Flaschen dabei, weil ich habe natürlich unbedingt eins saufen müssen. Können wir so ein T1-Bauding bauen? Können wir nicht. Naja gut, dann müssen wir doch kurz einmal zur Basis zurück. Also ich denke mal, dass das die Stromproduktion für den ganzen Planeten gilt. Das ist ja quasi unser erstes Ausgangslager. Dann bauen wir da oben das andere. Ich denke, das ist einfach deutlich klüger gelegen als das Ding da unten. Und sollte ich dann sehen, dass das quasi funktioniert mit dem
Strom da oben auch, dann werden wir das quasi umbauen. Das Zeug abreißen langfristig, die ganzen Anlagen mit rüber schleppen und dann oben unser Hauptlager bauen. Das ist deutlich mehr Platz und deutlich besser zu bauen, weil hier sind auch echt viele Berge und so ein Blödsinn. Zeug, was wir nicht brauchen. So, jetzt schauen wir aber erstmal ganz kurz. Grasstreuer. Ja, gut, den können wir bauen. So, dann schauen wir mal, wie viel Strom wir aktuell haben. 57% Regen schon. Okay, okay, okay. 28 kWh haben wir nur zur Verfügung. Ah, passt aber. Mehr brauchen wir gar nicht. Da latschen wir wieder hoch. Hallo, grüß euch. Ja, aber das Ding ist da unten. Da oben haben wir alles erforscht. Da ging es auch, glaube ich, nicht mehr weit. Wir könnten irgendwann nochmal sicherheitshalber hingucken, hinlaufen, um zu gucken, ob es da vielleicht doch noch irgendwas gab. Aber ich glaube an sich nicht. Dump, 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 dump. Und dann sind wir hier zum einen viel näher dran an da und da und alle Punkte quasi. Wir haben viel mehr Optionen und Möglichkeiten, was wir machen können. Vor allem ist es ja auch ein bisschen glatter. Es gibt hier deutlich weniger Berge. Also eigentlich deutlich klüger, hier seine Basis zu errichten. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz erstmal mit dem Grasstreuer. Ach so, der hat einen Radius. Ah, das ist ja interesting. Okay. Also er funktioniert auch hier, so viel kann ich schon mal sagen. Genau, und er macht die Biomasse und 108 Sauerstoff. Und Wachstum haut er auch rauf. Gut zu wissen. Da würde ich jetzt halt nur mal ganz gerne hier Eisen und Titan sammeln. Dass wir einfach uns ein bisschen die Wohnanlage ausbauen können. Das ist ja alles Titan hier. Dankeschön. Können wir auch gleich ein bisschen Platz machen hier, dass wir überhaupt bauen können. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist, um auf Mineralien zu bauen. Ob das funktioniert. Okay, Inventar ist wieder voll. So, dann bauen wir ein paar Wohnabteile. Also Nummer 1. Zack. Ich habe jetzt kein Eisen. Ich wollte mich gerade verarschen, oder? Ein Boy noch. Eins. Und zwei. Warum kann ich das jetzt hier nicht herbauen? Doch, das geht. Es ist wieder so ein bisschen... Nee, es geht nicht hier. Wegen... Erhebung oder sowas? Keine Ahnung. Wäre ich noch fast verreckt hier nebenbei. Nee, dann bauen wir erstmal hier weiter. Aber wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir schon mal... Schön große Hut. Ich sage an der Stelle erstmal, wir speichern. Morgen kommt ein anderes Spiel. Morgen gibt es ein Strategiespiel. Und zwar was völlig Neuartiges tatsächlich. Bin ich mal sehr gespannt, wie das sich spielt. Werde jetzt Planet Crafter erstmal nächste Woche weitermachen. Wochenende gibt es vielleicht noch ein YouTube-Video, wo ich an der Stelle hier kurz weitermache. Und dann geht es auf Twitch nächste Woche hier weiter. Danke fürs Zuschauen, euch allen noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüssi.